stellt man sich eine Fließbandproduktion vor, in welcher beispielsweise Fahrzeuge gefertigt und montiert werden, geht es bei der Ablaufplanung darum, die optimale Reihenfolge festzulegen, in der die Fahrzeuge die einzelnen Arbeitsstationen durchlaufen. Das klingt zunächst sehr einfach, wie ein bisschen Schütteln, Probieren und Sortieren der Fahrzeuge. Und doch stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Reihenfolge eigentlich hat, in der ich produziere. Tatsächlich einen großen. Deshalb sind Unternehmen bemüht, eine optimale Produktionsreihenfolge zu finden, um möglichst effizient ein bestimmtes Produktionsprogramm herzustellen. Die Anzahl möglicher Produktionsreihenfolgen ist jedoch in der Regel größer, als das Universum Atome besitzt. Unmöglich auszuprobieren. Es gibt für diese Probleme auch keine mathematischen oder algorithmischen Verfahren, womit die optimale Lösung in annehmbarer Zeit gefunden werden könnte. Derzeit werden anstelle deshalb solche Verfahren verwendet, welche zufallsgesteuert nach guten Lösungen suchen. Genau hier setzt meine Forschungsarbeit an. Im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit der Produktionsablaufplanung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Zu diesem Zweck lerne ich künstliche neuronale Netze an, um Produktionsentscheidungen zu treffen. Dafür trainiere ich sie mit Verfahren des bestärkenden Lernens. Dieses Prinzip der Konditionierung wird auch bei der Erziehung von Haustieren angewendet, wenn wir beispielsweise unseren Hund belohnen. Ich habe insgesamt 6 Jahre an dieser Dissertation gearbeitet und der Preis zeigt mir, dass die Zeit gut investiert war. Es gibt mir Aufwind und hat mich darin bestärkt, was ich schon wusste. Ich will weiterhin forschen